Hallo, in diesem Video stelle ich euch den Kalam-Installer für die Arch Linux-Distribution vor. Arch Linux zu installieren ist nichts für Anfänger. Auch ich habe Mühe damit. Mit dem Kalam-Installer ist es aber sehr einfach. Kalam kann man als ISO-File herunterladen und auf einen USB-Stick laden. Am besten mit dem Programm Rufus. Ventoy würde ich nicht empfehlen, das hat bei mir nicht funktioniert. Den Link dazu stelle ich unten zur Verfügung. Wenn man den Computer vom USB-Stick aus aufstartet, startet das Live-Image von Kalam-Installer. Hier kann man mit einem Klick auf das schwarze Symbol mit der Pfeilspitze das Installationsprogramm starten. Wie beim Kalamares-Installationsprogramm üblich, können wir hier die Angaben machen. Wenn wir mit dem Internet verbunden sind, erkennt er automatisch unseren Standort, unsere Sprache. Da ich das in einer virtuellen Umgebung ausführe, wähle ich hier bei der Festplatte die Quemo Hard Disk. Swap ist bei einem schnellen Computer nicht unbedingt nötig. Hier können wir auswählen, welchen Treiber wir brauchen, ob wir eine GeForce-Karte haben oder die eingebaute Videotreiber von Intel benutzen. Wir können unseren Desktop auswählen, wir können auch mehrere Desktop auswählen. Das können wir danach wechseln. Wir können den Printing Support dazu nehmen und die Browser. Hier können wir dann unseren Benutzernamen, unseren Passwort eingeben. Hier kann auch die Dialogbox angeklickt werden, verlange sichere Passwörter. Und schon sehen wir die Zusammenfassung und können da auf Installieren klicken. Das dauert eine kleine Weile. Ich habe diesen Vorgang etwas verkürzt. Da das Programm alles direkt vom Internet herunterlädt, dauert es vielleicht ein wenig länger als bei den meisten anderen Distributionen. Denn Kalam ist ja keine eigene Distribution. Sondern sie baut vollständig auf Arch Linux auf. Ich empfehle, möglichst die neueste Version des Kalam-Installers zu benutzen, da es eben die Dateien direkt aus dem Arch Linux Repository herunterlädt. Wenn Arch Linux da was ändert, dann fehlt das uns vielleicht. Wir sehen hier schon, dass alles erledigt ist. Wir können jetzt neu starten und starten dann in die gewohnte KDE-Umgebung. Das Ergebnis ist eine sehr gute Arch Linux-Installation, die ausgezeichnet funktioniert. Die Software stammt ausschließlich aus dem Arch Linux Repository. Es gibt im Internet Anleitungen, wie man auch das Arch User Repository AUR einbinden kann. Hier stelle ich die richtige Grafikkartenauflösung ein, die aber nicht funktioniert in einer virtuellen Umgebung. Passiert das mir bei vielen Distributionen. Wenn ich jetzt hier umstelle von der X-Windows-Umgebung auf Wayland, dann sehen wir den Desktop in der vollen Auflösung. Die Arch Linux-Entwickler empfehlen nicht, das Arch User Repository einzubinden, denn das Arch User Repository ist ein Fork. Eine Gabelung des Arch Linux Repository. Im AUR hat es Software aus der freien Community. In diesem Repository hat es sehr viele bekannte Softwarepakete in den neuesten Versionen. Hier kann aber auch jeder Programmierer seine Software veröffentlichen. Viele Programme sind nicht getestet und nicht unbedingt stabil. Wenn wir uns hier abgemeldet haben, können wir oben auf das Symbol klicken und eben Wayland auswählen. Wenn das Wayland-System gestartet ist, können wir wieder die Grafikauflösung einstellen. Indem wir auf Anzeige und Monitor klicken und hier unsere optimale Einstellung auswählen.
Diesmal hat es geklappt mit der Auflösung. Die Distribution Manjaro benutzt ausschließlich das AUR, aber in einer eigenen Version. Dabei werden nur getestete Programme freigegeben. Meistens entsteht dadurch eine Verzögerung von ungefähr einer Woche bis zu einem Monat. Die Software des Arch Linux Repository ist sehr aktuell. Hier sehen wir, wie man ein Update macht mit dem Pacman. Wir sehen hier, dass hier kaum Updates gemacht werden müssen, da ja eben die Daten direkt vom Arch Linux Server heruntergeladen werden. Wenn wir jetzt das LibreOffice installieren, geht das sehr schnell und die Version ist die neueste, die es gibt. 7.2.1. Der Ladevorgang geht sehr schnell. Viele Pakete müssen bei gewissen Distributionen zum Teil zuerst kompiliert werden. Wenn wir jetzt LibreOffice installiert haben, werden wir sehen, dass das eben das Ganze auf Englisch ist. Wenn wir dann die deutsche Version installieren wollen, müssen wir zuerst das deutsche Sprachpaket herunterladen. Unter Umständen müssen wir bei LibreOffice die Bildschirmauflösung optimal einstellen. LibreOffice ist nicht optimiert für Bildschirme mit hoher Auflösung. Wenn wir jetzt das deutsche Sprachpaket installieren möchten für LibreOffice, müssen wir den Befehl sudo pacman minus groß S LibreOffice minus fresh.de eingeben. Wenn das Paket installiert ist und wir LibreOffice starten, sehen wir sofort, dass es auf Deutsch umgestellt worden ist. LibreOffice ist ein ausgezeichnetes Programm für die Textverarbeitung mit dem Calc, für die Tabellenkalkulation und noch viele Zusatzprogramme, die einen großen Nutzen bringen. Wir können hier ein neues Hintergrundbild darstellen. Das Schöne ist beim KDE Desktop, es können gleich vom Internet neue, frische Hintergrundbilder heruntergeladen werden. Sehr schöne, man kann auswählen aus verschiedenen Kategorien, aus der Kategorie Landschaft, aus verschiedenen anderen Kategorien. Es sind sehr schöne Bilder. Für jeden Geschmack ist da was dabei.
Es ist sehr einfach, den Desktop an seine Bedürfnisse anzupassen. Die Einstellungsmöglichkeiten sind leicht zu finden, für Laien verständlich. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schaut bitte gerne meinen Channel rein. Alles Gute, tschüss.